Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Remnant 2. Ich bin daran erinnert, wie ich meinen Skill benutzen kann, ja, mit L1 und R1. So, peinlich, dass ich das gestern nicht mehr wusste, aber ja. Wir nehmen hier mal alles noch mit, was wir finden können, auch wenn ich es nicht mehr wirklich brauchen werde, denke ich. Und geh mal weiter hier im Unland der Asche. Hier geht halt alles in die Luft gefühlt. Ach du Scheiße. Okay. Und da. Ist noch mehr? Oh ja, da oben. Noch mehr. Das ist unangenehm, wenn die da von oben kommen und du die nicht richtig sehen kannst. Es sind wenigstens kleinere Gegner. Das ist doch das Positive an der Sache. Hamas? Ja, noch nicht ganz. Jetzt? Nee, da sind noch... Alter, da sind ja noch mehr. Meine Güte, du. Okay. Gehen wir hier rein. Oh, da ist was, guck mal. Da oben ist was versteckt. Glutring des Sterbens. Zeig mal her, das gute Stück. Erhalte 5% des im Nahkampf verursachten Basisschadens als Lebensraub. Ja. Ich habe jetzt zwar ganz kurz immer wieder mal das Schwert gebraucht, aber ich brauche das ja nicht wirklich. Ist das unangenehm, dass ich mich jetzt heilen musste für diese kleinen Scheißviecher. Na Halleluja. Der nächste Checkpoint kann nicht früh genug kommen, ha? Hier noch mehr von den Viechern? Ja, natürlich. Ich warte dann aber mal hier draußen. Noch mehr. Ja, guck mal da. Na los. Brav. Noch mehr, oder... Ja. Oh ja. Wie viele kommen denn jetzt noch? Das ist schon ein riesiges Konstrukt da, ne? Also wenn ich dieses Ding zerstören muss, dann... könnte es aber noch schwierig werden, du. Ein Checkpoint, schon wieder. Okay. Kommt jetzt schon der Endboss-Fight oder was? Kann natürlich schon sein. Ja. Wir gehen mal zur Station 13 zurück. Einfach mal zum Gucken, ob ich irgendwas upgraden kann. Mal schauen. Also herstellen werde ich wahrscheinlich nichts können bei ihr, oder? Komm an. Yippie, du bist zurück. Ja, aber was hast du mir mitgebracht? Wahrscheinlich letzten Mal. Nee, ich kann hier nichts machen bei ihr. Ja. Und bei dir? Ja, was kann ich für... Ja, meine Sachen kann ich nicht verbessern. Verzinktes Eisen und gehärtetes Eisen fehlt mir. Mach's gut. Kann ich vielleicht verzinktes Eisen hier bei der Händlerin holen? Du ignorierst mich voll einfach, huh? Oh, wow, du bist... Sie sagten, du wirst... Ja. Du meinst den... Es fühlt sich so an, als... Ja, verdammt. Bla. Ich hab... Aber dann bist du nicht... Also... Ich will doch einfach handeln, Mann. Oh. Schmied...
Wer zinktes Eisen hat, sie 10 Stück. Okay. Setze sie hier noch. Das ist aber ein geiler Ring. Ja, wenn die Gesundheit unter 30% fällt, wird der eingehende Gesamtschaden um 25% verringert. Den kaufe ich doch aber direkt. Ich werde hier sein, wenn du zurück bist. Es ist schön, dass du hier sein wirst. Interessiert mich aber nicht. Erhöht Mordschaden. Erhöht Fähigkeitendauer um 25%. Ja, aber... Scheiße. Dann machen wir die Fähigkeitendauer runter. Dafür kriege ich weniger Damage. Problem ist, habe ich kein Altmetall mehr. Da muss ich bei ihr noch ein bisschen was verkaufen. Na komm. Du bist zurück? Na los, was gibt? Was kann ich denn so verkaufen? Ja, auch nicht. Die Bomben kann ich eigentlich, die Granaten, die ich habe, kann ich eigentlich verkaufen. Haben wir hier Mixtur. Das kann weg. Was noch? Da aber eine Lumenkristall. Und da können 2 Stück weg und okay, jetzt müsste ich genug haben, oder? Ah, schön die. Guck mal, das kann. Ja, guck mal, genau. Genug. Gut. Du weißt, wo du mich findest. Ja, ja. Das weiß ich. Dann gehen wir zurück. Zum zuletzt besuchten Checkpoint. Wartet mal ganz kurz einen Moment. Nee, nochmal ein kleiner Moment. Okay. Wir können weiter. Wie seltsam. Was ist das denn jetzt schon wieder? Krebs heißt er. Okay. Und was kann der so? Huch. Er kann ein bisschen was, hä? Kann mich einsperren. Voilà. Ja, gut reinhauen. Oh. Genau. Statt mich erstmal zu heilen, machen wir so. Dann nehme ich wieder Full Life. Schön ausgewichen. Oh shit. Okay. Ah, ich kann ihn so nicht treffen. Was bezweckt er damit irgendwie? Okay. Ja, vorhin glaube ich trotzdem getroffen, kann das sein? Oh boy. Ja. Das ist nervig, wenn er hier die ganze Zeit ausweichen muss wie ein Blöder. Oh. Ja, das macht Damage. Okay. Passt nicht. Komm. Das müssen wir irgendwie aufladen, das Zeug. Der hat mich schon wieder getroffen.
Sag mal. Geheilt hat er sich auch. Perfekt. Ah, der Rücken. Dort kann ich viel Damage machen, ja? Ja, wunderbar. Also, ich kann... Ja, scheiße. Ich kann auch so viel Damage machen, aber... Mal ein bisschen weg hier. Ja, scheiße, ey. Die Munition einsammeln gehen. Weiß der, wo ich bin, oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Das kommt... Oh, shit. Okay. Jetzt immer gucken, was um mich herum passiert, wenn er das Zeugs macht. Oh, boy. Na, komm. Warum steht da unter seinem Namen Empathie? Dann Füßenfehler oder was? Naja, ich mach mal Damage, komm. Oh, noch mehr. Oh ja. Das ist sehr gut, komm. Was ist denn mit ihm los? Na los, wir haben ihn bald. Nein, das ist nicht gut. Scheiße, meine Munition ist alle. Okay. Das ist gut. Ich hab ihn. Okay. Das war verdammt knapp. Jesus Christ. Das reicht erstmal. Das reicht definitiv erstmal. Hab keinen Platz. Fuck me, ey. Eigenschaftspunkt. Packen wir wohin? Ausweichdistanz. Waffenhandhabung brauche ich nicht. Mod-Aufbaurate können wir noch ein bisschen übernehmen. Okay. Ich gehe jetzt erstmal zurück zum Checkpoint und nochmal zurück zur Station 13. Weil wir können wahrscheinlich was herstellen. Der Weg nach außen ist auch abgeschnitten. Sehr gut. Okay. Mal schauen, ob ich da was... falsche Seite. Was herstellen kann. Ich habe jetzt da so ein Item gekriegt. Das heißt, ich muss ja theoretisch was Ordentliches herstellen Yippie. Können. Gut, lass mal sehen, was du... Defragmentierung. Infiziert die Waffe für 30 Sekunden mit einem Schadprogramm, was dazu führt, dass Schüsse den Debuff fragmentiert für 5 Sekunden auslösen. Das bringt mir halt nichts, aber ich mach's trotzdem. Weil... Aha, okay. Was soll ich sonst machen? Ne? Von daher scheiß drauf. Gehen wir zurück zum Umland der Asche. Und da vorne geht's dann weiter. Es gibt auch kein Zurück mehr. Also doch, im Checkpoint, aber...
Ihr wisst, was ich meine. Aber wir sehen uns erstmal im nächsten Part. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.